Guten Abend, meine Damen und Herren, willkommen bei Brandenburg Aktuell und hier sind einige unserer Themen. Gesiegt, Babelsberg 03 schafft den Aufstieg. Gesammelt, Berliner unterschreiben für den Wechsel und gefeiert, Hexen und Henker in Bernau. Also, Brandenburg hat sein zweites Team im Profifußball, Babelsberg 03, hat es gepackt, Regionalliga AD. Im Karl-Liebknecht-Stadion machten die Jungs den Aufstieg in die zweite Liga klar, 1:0 gegen Düsseldorf. Und unsere Frau für den Männerfußball ist Silke Böschen. Hat denn die Party ihren Höhepunkt schon erreicht, Silke? Ja, man kann sagen, die Party hat ihren Höhepunkt möglicherweise schon überschritten, jedenfalls hier im Karl-Liebknecht-Stadion, wo die Sensation vom SV Babelsberg gelang. Sieht es ein wenig aus wie ein Schlachtfeld, aber nach einer gewonnenen Schlacht. Der wichtigste Sieg in der 98-jährigen Vereinsgeschichte liegt jetzt knapp 4 Stunden zurück. Das war das 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf. Und damit war für den SV Babelsberg alles klar. Der Aufstieg in die zweite Klasse im bezahlten Fußballgeschäft in Deutschland war geschafft. Und hier war die Hölle los. Und mehr dazu haben wir nachher im Sportblock. Vielen Dank, 1:2, Silke. Die rote Karte, um mal im Bild zu bleiben, soll Berlins regierendem Bürgermeister Diebken in der kommenden Woche gezeigt werden. Mit den Stimmen von Grünen und PDS will die SPD den Regierungschef abwählen und Klaus Wowereit installieren. Die CDU hat bereits angekündigt, bei einem Misstrauensantrag eine namentliche Abstimmung zu beantragen. Damit erhöht sie den Druck auf jene SPD-Abgeordneten, die ohnehin im Zweifel sind, ob sie mit der PDS gemeinsame Sache machen können. Mit anderen Worten, es ist keinesfalls sicher, dass eine Mehrheit gegen Diebken zustande kommt. Auch das ist ein Grund, warum PDS, Grüne und FDP an ihrem Volksbegehren für Neuwahlen festhalten. Die große Koalition aus dem Amt fegen. Dazu braucht es erstmal 50.000 Unterschriften, die ein Bündnis aus PDS, FDP und Bündnisgrünen sammeln will. Gestartet wurde die Aktion heute auf dem Berliner Alexanderplatz, an deren Ende ein neuer regierender Bürgermeister gewählt werden soll. Möglicherweise kandidiert auch diese Frau. Jetzt geht es erstmal darum, dass hier die Bürger in der Stadt eine Chance haben, darüber abzustimmen, von wem sie regiert werden wollen. Und dass sie auch eine Chance haben, das Personal auszuwechseln. Gut gewählt war der Platz für den Beginn der Aktion. Denn in diesem Gebäude haben die Manager der Bankgesellschaft, für die auch verschiedene SPD- und CDU-Politiker arbeiteten, in den letzten Jahren Milliardenverluste produziert, die letztendlich die Steuerzahler tragen werden. Die Berliner sind sauer. So geht es nicht mehr weiter, weil wir uns betrogen fühlen. Von wem? Von der CDU. Weil zu viel verschwendet worden ist. Die jetzige Regierung hat in Berlin versagt. Die hat in allen Feldern eigentlich bisher nicht das gebracht, was man von der Regierung erwartet hat. Und deshalb sollen neue Politiker ins Rote Rathaus ziehen. Aufregung gibt es um eine mögliche Regierungsbeteiligung der PDS. Während alteingesessene Westberliner gegen Postkommunisten wettern, werben die so Gescholtenen um Verständnis. Wenn ich die letzten Umfragen höre, 6% im Westen, ist das kein schlechtes Ergebnis. Und wir werden weiterhin alles tun, um im Westen auch Befürchtungen und Vorbehalte gegenüber der PDS abzubauen. Dafür geht die PDS sogar ein kurzes Bündnis mit der FDP ein. Deren Landesvorsitzender Rex Roth freut sich natürlich darüber. Die Liberalen sind nämlich so wieder in den Medien. Ihre Chancen, ins Parlament zurückzukehren, wo sie derzeit nicht vertreten sind, steigen. Herr Diebken hat es offensichtlich noch immer nicht begriffen, dass seine Zeit vorbei ist. Das Wichtigste, welche Partei wo sparen will, das war heute nicht zu erfahren. Unangenehme Nachrichten sollen wohl auf den Tag nach der Neuwahl verschoben werden. Morgen tritt der neue Fahrplan der Deutschen Bahn in Kraft. Nicht unbedingt eine gute Nachricht, auch wenn der jetzt erstmals für 18 Monate, also länger, gilt. Mag sich mancher auch über 9 bis 15 Minuten schnellere ICE-Verbindungen nach Leipzig oder Hamburg freuen. Im Interregio-Verkehr wird das Netz dünner. Schwach besetzte Fernverkehrszüge kann sich die Bahn nicht mehr leisten. Entweder fallen diese Verbindungen weg oder werden mit Zügen bestückt, die künftig von den Ländern mitbezahlt werden. Noch ein paar letzte Handgriffe, dann ist der Wagen angekuppelt und fertig ist der Zug der Zukunft. Der Regionalexpress mit dem gehobenen Komfort. Auch Interregio Express, kurz IRE genannt. Anstelle von 4 Doppelstockwagen setzt sich der Neuling aus 3 Interregio- und Intercity-Wagen zusammen. Rot umgespritzt und mit einem Snackpoint ausgestattet. In Cottbus wurde der neue Zug heute schon einmal vorgeführt. Zum Einsatz kommt er erst ab morgen. Auf der Strecke von Elsterwerda nach Rostock wird er den Interregio ersetzen. Auch andere Interregios machen sich rar in Brandenburg.
Einzig die Verbindung von Dessau nach Stralsund bleibt unverändert. Die Interregios aus Magdeburg dagegen fahren heute zum letzten Mal bis Cottbus durch. Mit dem Fahrplanwechsel ist in Berlin Endstation. Und auch Rathenow wird vom Fernverkehrsnetz abgehängt. Ab morgen brauchen die Interregios zwischen Stendal und Berlin nicht mehr zu halten. Aus Blau mach Rot heißt die Devise der Bahn. Der defizitäre Interregio wird durch mehr Regionalexpresse ersetzt. Zwischen Frankfurt-Oder und Brandenburg fahren die Doppelstockzüge künftig im Halbstundentakt. Und neben Magdeburg wird auch Schwerin besser angebunden. Alle 2 Stunden geht es von Bad Kleinen bis Jüterbog, das lästige Umsteigen in Wittenberge entfällt. Weiteres Plus, Tagesurlauber können mit dem preiswerten schönen Wochenendticket jetzt noch mehr Züge nutzen. Allerdings reservieren wie im Interregio ist unmöglich. Wer mit will, muss kämpfen. Nicht jedermanns Sache. Die Züge total überfüllt, nur 3 Wagen. Und wir hätten wie die Heringe stehen müssen. Der kam ja schon vom Alexanderplatz voll an. Ich finde es einfach unmöglich. Der Tagesausflug ist ins Wasser gefallen. Der Regionalexpress zu voll, der Interregio bald abgeschafft. Damit Gebiete wie die Niederlausitz nicht vollkommen vom Fernverkehr abgeschnitten werden, wünscht sich das Land mehr Wettbewerb. Die Bahn AG zeigt sich gelassen. Bei den Fernverkehrsverbindungen ist es so, wenn eine Trasse frei ist, kann auch ein drittes Eisenbahnunternehmen sagen, es möchte eine Verbindung anbieten auf einer Relation, beispielsweise von Görlitz oder von Zittau nach Berlin. Nur dann muss es das auch eigenwirtschaftlich betreiben und bisher gibt es niemanden, der sagt, okay, die Fahrgastzahlen sind so hoch, dass ich dir so eine Verbindung ohne Subvention rechnen würde. Bislang ist als Alternative zur Bahn AG in Brandenburg nur die Prignitzer Eisenbahngesellschaft aktiv. Regional begrenzt und mit beträchtlichem Erfolg. Seit einigen Monaten allerdings drängt auch im Fernverkehr ein ernstzunehmender Konkurrent auf den Markt, die Firma Connex. Sie ist die Strecke von Berlin nach Görlitz schon einmal Probe gefahren. Solche Unternehmen wie die Connex-Gruppe zum Beispiel, die einen Konzern wie den französischen Vivendi-Konzern im Hintergrund haben, die haben dann auch finanziell ganz andere Möglichkeiten als kleine lokale Bahnen, die bisher 10, 12 Kilometer lange Strecken betrieben haben. Dass die nicht in der Lage sind, von heute auf morgen einen Fernverkehr aufzuziehen, ist vollkommen logisch. Also auf diesen Strecken wird der Wettbewerb noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Wir sind wirklich hier vollkommen am Anfang. Bis sich der Wettbewerb allerdings auch im Fernverkehr etabliert hat, wird der Interregio in Brandenburg wohl verschwunden sein. Und was war heute noch wichtig? Peter Wachsmann sagt es Ihnen. Die 6-jährige Grundschule wird auch künftig in Brandenburg eine Schlüsselrolle spielen. Das betonte Minister Reich auf einem Bildungskongress der SPD in Potsdam. Zugleich forderten die Teilnehmer vom Koalitionspartner CDU, den Widerstand gegen die Einrichtung von Sekundarstufen aufzugeben. SPD-Landeschef Platzek rief dazu auf, den Schülern wieder verstärkt Werte wie Hilfsbereitschaft und Pflichtgefühl zu vermitteln. Der Tag des Ehrenamtes wurde unter anderem auf dem Alten Markt in Potsdam gefeiert. Über 50 Vereine und Wohlfahrtsverbände stellten ihre Arbeit vor. Auf dem Straßenfest sollte gezeigt werden, dass ehrenamtliche Hilfe Spaß macht und zeitgemäß ist. Unter anderem präsentierte sich die Rettungshundestaffel des Deutschen Roten Kreuzes aus dem Kreis Havelland. Sozialminister Ziel betonte, ehrenamtliche Hilfe sei für das Gemeinwesen in Brandenburg unverzichtbar. Zum Tag des Ehrenamtes wurden außerdem 10 Tanklöschfahrzeuge an freiwillige Feuerwehren in Brandenburg übergeben. Sozialminister Ziel warnte heute auch vor der Ausgrenzung älterer Menschen. Der Ruf nach mehr Eigenverantwortung dürfe nicht dazu führen, Ältere an den Rand der Gesellschaft zu drängen, erklärte er zur Eröffnung der 8. Seniorenwoche in Gransee. Mit mehr als 1000 Veranstaltungen soll auf Interessen und Probleme älterer Menschen aufmerksam gemacht werden. Während 1999 jeder 7. Brandenburger älter als 65 Jahre war, wird es im Jahr 2015 bereits jeder 5. sein. Die Zahl der Abschiebehäftlinge in Brandenburg steigt. Wie Innenminister Schönbohm mitteilte, waren im letzten Jahr über 500 illegal eingereiste Ausländer. Im Jahre 1432 und die bewegte Stadtgeschichte. Zum 10. Mal heißt aber auch, das ist der längste Zeitraum, in dem die Veranstaltung ohne Unterbrechung begangen wird. Angefangen hat es mal mit 4 Darstellern. Heute gehört sie zu den beliebtesten Mittelalterfesten in Brandenburg. Aus der ganzen Region kommen die Besucher. Was den Kölnern ihr Karneval und den Berlinern ihre Love Parade, ist den Bernauern das Hussitenfest. Tausende zieht es auf die Straße, um die über 700-jährige Geschichte der Stadt zu feiern. Der Sage nach war es Albrecht der Bär, der sich 1140 in den üppigen Pankewäldern verirrte
sich in einem einsamen Gasthof wiederfand und beschloss, hier eine Stadt zu gründen. Der Biertisch-Idee folgte ein Jahrhundert später die Stadtgründung. 1232 soll es gewesen sein, obwohl sämtliche Urkunden darüber von einer Feuersbrunst vernichtet wurden. Eine harte Zeit muss es damals gewesen sein für die Bernauer, als die lüsternen Jungfrauen für ihre Vergehen noch heftig bestraft wurden. Die schwerste Strafe ist sicher hier diese glühende Maske, die glühend über den Kopf gezogen wurde. Das waren denn schon schwere Strafen, das waren denn schon Untaten, die man schwerer Raub oder ähnliches war. Geprägt haben die Stadt allerdings die Hussiten. 1415 war der böhmische Prediger und Reformist Johann Hus als Ketzer verbrannt worden. Seine Anhänger zogen daraufhin raubend und brandschatzend bis in die Mark Brandenburg. Auch vor den Toren Bernaus machten sie nicht Halt. Hier aber trafen sie, der Sage nach, auf listige Gegenwehr. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, je weiter dann räumlich und zeitlich die Hussiten von Bernau entfernt waren, desto größer wurde der Sieg der Bernauer über die Hussiten. Und dann kam man so ein bisschen in Erklärungsnöte, wie sollen denn nur 1000 Bernauer 10.000 Hussiten besiegt haben? Und da hat man gesagt, das Bernauer Bier hat geholfen. Man soll ihnen eine Wagenladung mit Stechapfel und Johanniskraut präparierten Bieres ins Lager geschuppelt haben. Das haben sie dann getrunken und das soll dann ihre Kampfkraft derartig geschwächt haben, dass sie dann geschlagen worden sein könnte. Einige Eigenschaften der Hussiten sollen bei den Bernauern sogar hängen geblieben sein. Tapfer und kampfentschlossen seien sie und trinkfest sowieso. Und das nicht nur zum Hussitenfest. Gefeiert wird das Fest übrigens schon seit Jahrhunderten. Erst als Dankprozession, später dann als Volksfest mit Königsgnaden. 1882 kam Kronprinz Friedrich III. Nebst Gattin und Tochter. Also ich finde es eindrucksvoll. Ich habe davon gehört durch den Bürgermeister und dachte, naja, ob er nicht ein bisschen übertreibt. Aber ich muss sagen, ich glaube, er hat untertrieben. Man kann sich das nicht vorstellen, was ich gesehen hat. Morgen erleben die Bernauer und ihre Gäste dann das große Abschlussspektakel. Nachgestellt wird am Nachmittag die Hussitenschlacht vor Bernau. Ja, Bernau, Nova Ves, Curie, man weiß gar nicht, wo man an diesem Wochenende zuerst hin soll. Aber wir gehen noch einmal zurück ins Karl-Liebknecht-Stadion, wollen die Fußballer von Babelsberg 03 noch einmal hochleben lassen. Und im Besonderen tut das meine Kollegin Silke Bösch. Ja, im Moment kann ich hier niemanden hochleben lassen, denn ringsherum macht sich langsam doch schon etwas wie Erschöpfung breit. Aber es ist auch kein Wunder, nach 4 Stunden Party kann man schon mal ein bisschen müde werden. Aber wir halten hier die Stellung. Wir haben noch einmal die Höhepunkte vorbereitet. Ganz kurz, das war direkt nach Abpfiff. Die 15.000 Zuschauer waren förmlich aus dem Häuschen, stürmten auf den Rasen, wollten zu den Spielern, die das Unmögliche dann doch möglich gemacht hatten. Und es war der Wahnsinn, hier muss man einfach mal so sagen. Super Stimmung, alles flippte aus und freute sich. Die Spieler ließen sich feiern und es war einfach wirklich der Höhepunkt in der 98-jährigen Geschichte dieses Vereins. Und jetzt wollen wir uns einfach mal anschauen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Sie badeten in ihren Fans, Torhüter Alexander Kunze. Es war jede Menge los, nach dem Schlusspfiff gab es kein Halten mehr. Die Spieler stürmten den ORB-Kamerastand, die Babelszwerge ganz groß, stand auf ihren T-Shirts. Ein Hauch von St. Pauli im Karl-Liebknecht-Stadion. Der Abstiegskandidat mit dem winzigen Etat feierte einen Aufstieg. Babelsberg geriet außer Kontrolle. Herzlichen Glückwunsch, Alexander. Haben Sie sowas schon mal erlebt? Herrlich, traumhaft. Hatten Sie zwischendurch mal irgendwann noch mal Angst heute? Nein, nein. Ein Punkt reichte, ne? Wir haben gewonnen. Ne? Er lebte hoch. Das Tor des Tages hatte nicht Marco Künzel erzielt, aber vorbereitet. Der Torjäger schickte Martino Gatti steil in Richtung zweite Bundesliga. Babelsbergs 19 nahm dankend an. 4 Minuten vor dem Abpfiff war klar. Der Aufstieg geschafft. Geschafft von einem Haufen Außenseiter, der als Mannschaft funktioniert hatte. Im Moment des Siegtores machte die Ersatzbank einen kollektiven Luftsprung. Nur einer blieb erstaunlich ruhig. Der Trainer Hermann Andreev, scheinbar unberührt. Seine Anspannung löste sich erst beim Sirtaki. Andreev, der stolze Vater des Aufstiegs. Die Mannschaft hat verdient einfach diese Feier und da freut mich, dass wir durch die ganze Saison ganz oben waren und einfach bewiesen, dass wir sind in der Lage, gegen alle Mannschaften dieser Liga Fußball zu spielen. Marco Künzel wird in Zukunft für eine andere Mannschaft Tore schießen und erlebte einen emotionalen Abschied nach Gladbach. Ich freue
freue mich, dass wir heute dieses Riesenziel geschafft haben, das Unmögliche möglich gemacht haben. Und da fällt mir der Abstieg umso mehr schwer. Die Lach- und Spaßgesellschaft Babelsberg hörte überhaupt nicht auf zu feiern. Kapitän Schiever nicht zu bremsen und er hat sich etwas vorgenommen. Ich glaube, ich schneide mir jetzt auch die Glatze, also ich glaube, wird fällig. Glatze und Bart ab. Ich glaube, Bart lasse ich. Noch fand sich kein Rasierer. Wenn es soweit ist, muss auch Alexander Kunze unter die Klinge. Ihm wird es an den Bart gehen. Doch egal, mit welcher Frisur. Die Karawane Babelsberg zieht in Zukunft durch die zweite Liga. Das ist doch eine Fete wert, oder? Aber wir gehen ein bisschen essen, ein bisschen trinken und dann schlafen. Na dann, gute Nacht. Der Gewinner des Tages war Slawomir Szalaskiewicz. Der Pole ist der Riese unter den großen Babelszwergen. Die Fans wählten ihn zum Spieler der Saison. Und einer, der für diesen Erfolg mitverantwortlich ist, ist der Präsident vom SV Babelsberg, Detlef Kaminski. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Erfolg. Danke an den ORB. Wie geht's Ihnen jetzt? Ich habe vorhin gesehen, Sie haben ja auch eine Champagnerdusche über sich ergehen lassen müssen. Ja, ich glaube, ich habe heute mehrere Bierduschen, Champagnerduschen, aber es soll gut für die Haare sein, habe ich gehört. Hätten Sie sich das am Anfang der Saison träumen lassen, dass heute sowas passieren könnte? Manche werden mich jetzt wieder für verrückt erklären, aber ich war so felsenfest davon überzeugt, dass wir eine sehr tolle Saison hier spielen werden und vorne mit bei sein werden. Und ich glaube, dass wir jetzt das am Ende auch tatsächlich erreicht haben, ist ein Riesenkompliment an die Mannschaft, an die Trainer und was wir hier im Umfeld aufgebaut haben. Was wird dieser Aufstieg für den Verein bedeuten? Ich glaube, das ist ein Riesensignal, dass so eine Familie der Babelsberge, wie wir sind, auch für andere Vereine, die nicht viel Geld haben, eine Chance besteht, nicht nur mit viel Geld sich eine Top-Mannschaft kaufen zu können, sondern dass eine solide Arbeit auch nach vorne bringt. Und ich hoffe, dass wir hier auch im Nachwuchsbereich in Potsdam eine Menge bewegen können, vielleicht ein Nachwuchsinternat noch etablieren können im Luftschiffhafen bei den Turbine Frauen, sodass man dann hier auch langfristig sowas auch halten kann und nicht, dass eine Eintagspflege nur ist. Aber es verändert sich ja auch wirtschaftlich was. Sie bekommen ja einiges mehr Geld jetzt in der zweiten Liga. Da können Sie ja auch mehr investieren. Ich werde auf jeden Fall am 20. etwas ruhiger denn sein und nicht schon wieder überlegen, wo das Gehalt der Spieler herkommt. Das ist natürlich wahr. Die Unterstützung in der zweiten Liga ist weitaus besser. Aber wir werden trotzdem den Kurs, den wir eingeschlagen haben, weitermachen. Junge, hungrige, preiswerte Spieler hierher holen, die sich weiterentwickeln können. Und ein paar Erfahrene, die sie führen und dann zu besseren Leistungen noch weiterhin motivieren können. Das ist eine vernünftige Lösung. Nur teure, fertige Stars zu kaufen, ist verkehrt. Alles klar, ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß heute Abend beim Feiern. Ihnen auch. Tschüss. Eine Zusammenfassung und alle schönen Bilder mit Stimmen der Spieler, mit Studiogästen können Sie morgen Abend dann noch um 22 Uhr im Einwurf sehen. Und das war natürlich noch nicht alles, was im Sport in Brandenburg passiert ist. Wir gucken mal, was es sonst noch gab. Beim 7. internationalen Oder-Neiße Grand Prix starteten fast 200 Geher in 14 Wettbewerben. Höhepunkt sicherlich das 20 Kilometer Gehen der Frauen. Mit am Start die Olympia-Zweite von Sydney, Kersti Tisse-Plätzer. Und sie bestimmte erwartungsgemäß von Anfang an klar den Wettkampf. Lediglich die Potsdamerin Melanie Seeger konnte in Sichtweite der schnellen Norwegerin folgen. Am Ende siegte Kersti Tisse-Plätzer in einer Stunde 29,54 Minuten. Vor Melanie Seeger, die in einer Stunde 32,15 Minuten auch noch auf eine gute Zeit kam. Ballfieber am Strand von Königs Wusterhausen. Auch in diesem Jahr machte der German Beach Cup Station in der aufstrebenden Volleyballmetropole. Es geht um wertvolle Ranglistenpunkte in der zweitwichtigsten Beach-Serie Deutschlands. Am heutigen Samstag ging es erstmal um den Einzug ins Halbfinale. Bei den Männern schafften das, hier im Vordergrund spielend, Michael Radatz und Jochen Wächter, eine Berlin-Schwabing-Verbindung. Und hier in Weiß spielend die Markranstädter Daniel Knopf und Rick Widerberg. Am Sonntag startet die Finalrunde um 9 Uhr morgens. Besucher sind den ganzen Tag auf dem Beachgelände Erich-Weinert-Straße willkommen. Was Michael Schumacher für deutsche Motorsportfans heute ist, war nach dem Krieg Wilhelm Herz. Damals gab es kaum Rennwagen. Der Baden-Württemberger fuhr mit seinem Motorrad der fast vergessenen Marke NSU von Sieg zu Sieg. Und eines Tages, und das ist jetzt 50 Jahre her, da überraschte er die Fachwelt mit einem sagenhaften Rekord. Noch nie war ein Zweirad so schnell gefahren. Heute hat der Sohn von Wilhelm Herz in der Uckermark die alten Zeiten nochmal aufleben lassen.
Rasender Zeppelin oder hurtige Zigarre, jeder dieser Namen hätte gepasst. Aber den Motorradenthusiasten von 1951 fiel nichts anderes ein als schlicht Delfin. Okay. Entfaltet das Tier in der Natur eher freundliche Töne, kreischt dieses Gefährt unpassend aggressiv. Doch der Originalklang bleibt den wenigen Zuschauern auf dem Neubau der Autobahn 20 bei Prenzlau erspart. Also der Originalklang war doppelt so laut und doppelt so giftig wie der. Fast unbemerkt hatte der Sohn des Motorradfahrers Wilhelm Herz heute eine Replik des Rekordvehikels auf die fast fertige Schnellstraße gebracht. Das Original verschwand auf rätselhafte Weise und so treibt ein schnödes japanisches Fabrikat den aerodynamischen Korpusneubau an. Immerhin, wie einst Vaters Maschine, leistet es 110 PS und hat sogar einen Kompressor. Damals war das eine technische Sensation. Ein so ulkig geformtes Zweirad hatte es bis dato nicht gegeben. Wir hören Wilhelm Herz. Wir sehen ihn jetzt auch. Er rast jetzt hier auf das Ziel zu. Er braucht es nur durchfahren. Und ist jetzt drüben im Outlop. Wilhelm Herz fuhr mit 290 Stundenkilometern neuen absoluten Weltrekord. 290 Stundenkilometer konnte man kaum denken. Angesichts solchen Todesmutes hatten selbst die hartgesottenen Sportreporter ein Zittern in der Stimme. 50 Jahre ist das nun her, ein Jubiläum, dem sich der Sohn des berühmten Motorradfahrers eher philosophisch nähert. Das ist eine Erinnerungssache, 50 Jahre Historie. Und man sollte Historie nie vergessen, sonst gibt es keine Zukunft, auch im Motorsport nicht. Das, was heute ist, das war immer aufgebaut auf der Vergangenheit. Nicht? Und 50 Jahre absoluter Weltrekord ist schon ein Anlass, hier dran zu denken. Anders als damals hatte die bayerische Staatsregierung in diesem Jahr keinen Sinn für ein motorhistorisches Jubiläum. Hatte man 1951 noch eine Autobahn für die rasende Fahrt gesperrt, hieß es diesmal, keine Piste zu haben. In Brandenburg dagegen verstanden die Behörden sofort, dass so ein Geburtstag auf keinen Fall vergessen werden darf. Auch wenn dabei nur 120 Stundenkilometer erreicht wurden. Wir haben noch einmal Nachrichten für Sie. Angesichts der EU-Osterweiterung will Brandenburg neue Straßenverbindungen nach Polen schaffen. Laut Verkehrsminister Mayer sind Übergänge in Schwedt-Nord und bei Aurit geplant. Auch in Hohenwutzen-Süd werde eine neue Trasse entstehen, da die bisherige nicht ausbaufähig sei. Mayer verwies auf eine Studie, wonach an dieser Stelle künftig 4000 Autos täglich die Grenze passieren. Die Baukosten von rund 60 Millionen Mark trage der Bund. In Eberswalde hat die Feuerwehr in der vergangenen Nacht 15 Menschen aus einem brennenden Wohnhaus gerettet. Eine 79-jährige Frau und ihr 42 Jahre alter Sohn erlitten Rauchvergiftungen. Das Feuer hatte sich in ihrer Wohnung aufgrund eines technischen Defekts entzündet. Küche und Wohnzimmer brannten völlig aus. Ich gelobe! Feierliches Gelöbnis in der märkischen Kaserne in Lehnitz. Es war der Auftakt zum Tag der offenen Tür. Rund 5000 Freunde und Angehörige waren gekommen. Innenminister Schönbohm hielt die Gelöbnisrede vor den 360 Rekruten aus den Standorten Brück, Geltow, Hennickendorf und Lehnitz. Musikalisch begleitet wurde der Festakt von dem Marinemusikkorps Nord aus Wilhelmshaven. Im Anschluss konnten sich die Gäste über Berufsmöglichkeiten in der Bundeswehr und Militärtechnik informieren. In Frankfurt-Oder treffen sich an diesem Wochenende die Archäologen. Im Mittelpunkt der zweitägigen Tagung stehen die Slawen in Brandenburg und Polen. Dazu sind mehrere archäologische Projekte geplant, unter anderem Grabungen in der Uckermark und in Eberswalde. An der Veranstaltung nehmen rund 150 Wissenschaftler und interessierte Laien teil. Rund 250 Besucher kamen heute zum Tag der offenen Tür in die neurologische Rehabilitationsklinik Beelitz-Heilstätten. Die Institution besteht seit 5 Jahren. Zum Jubiläum konnten sich die Besucher über die Pflege und die verschiedenen Behandlungsformen informieren. Während der Rundgänge durchs Haus nahmen die Gäste an der computerunterstützten Sprechtherapie teil oder gestalteten eine Musiktherapiestunde. Mit 350 Mitarbeitern und 170 Betten bietet die Klinik verschiedene Angebote, unter anderem zur Heilung von Rückenmarksverletzten. Wir sind die Indianer Europas, nur dass kein Hahn nach uns kräht, hat Juri Bresan einmal über die Sorben gesagt. Nun, die Abenteuer von Krabat, dem sorbischen Sagenheld, werden in vielen Ländern gelesen. Die Schwarze Mühle ist weltweit verlegt worden. Doch bevor Bresan Auflagenmillionär mit vielen Ehrungen wurde, war das Leben nicht gerade zimperlich mit dem Bauernsohn.